Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. Heute stelle ich euch mal ein ganz besonderes Messer vor, das Zero Tolerance 0301. Zero Tolerance ist eine Marke der amerikanischen Firma Kershaw. Hier in Deutschland sind die Messer am besten über den deutschen Distributor Linda erhältlich. Die Zero Tolerance 300er Serie gehört zu den besten Klappmessern der Welt. Und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt. Schauen wir uns als erstes die technischen Daten an. Die Klingenlänge des 0301 beträgt 9,2 cm. Die Klinge besitzt eine Droppoint-Form, die eine gut kontrollierbare Spitze und viel Bauch für gute Schneideleistungen bietet. Im unteren Bereich verfügt das Messer darüber hinaus über einen leichten Recurve-Bogen. Die Klinge ist fast durchgehend 4 mm dick und 3,7 cm tief. Sie ist flach geschliffen, was ihr gute Allround-Eigenschaften verleiht. Offen ist der Folder 21,7 cm lang. In geschlossenem Zustand bringt er es auf 13,1 cm Länge. Das Gewicht des Zero Tolerance beträgt 227 Gramm. Die Achse hat relativ breite Washer aus Bronze, die ein Klingenspiel verhindern. Der Frameblock des Messers ist 3 mm dick und mit einem Liner-Anschlag versehen. Kommen wir zum Material. Die Klinge des Messers ist aus hochwertigem S30V-Stahl gefertigt. Der Stahl bietet eine sehr gute Korrosionsresistenz und nimmt eine außerordentlich feine Schneide an. Darüber hinaus ist er sehr schnitthaltig, jedoch auch schwerer nachzuschärfen. Die Klinge ist mit einer Tungsten-DLC-Beschichtung im Tigerstreifen-Look versehen. Der grüne Teil des Griffes ist aus G10 gefertigt, einem robusten Glasfaserverbundstoff. Die schwarze Seite mit dem Frameblock besteht aus Titan. So, jetzt aber in die Praxis. Größere Folder müssen auch mal hart rangenommen werden können. Hackarbeiten sind dabei kein Problem für das 301. Auch Schläge auf den Klingenrücken bringen den Folder nicht aus der Ruhe. Die beiden Daumenhebel und der starke Framelock halten die Klinge sicher in Position. Gemacht ist das Messer aber natürlich eher für normale Arbeiten. Hier sorgt die scharfe Schneide für sehr gute Ergebnisse. Selbst durch trockenes, hartes Holz geht sie wie durch Butter. Auch die Ergebnisse im Bereich der feineren Arbeiten können noch überzeugen. Hier hilft dem Messer der relativ hochgezogene Anschliff der Klinge. Gehen wir zum Abschluss noch auf die Bedienbarkeit ein. Das Messer kann sowohl über rechts und links liegende Daumenhebel als auch über einen Flipper geöffnet werden. Das Zero Tolerance bietet dabei einen Assisted Opener, der die Klinge schnell in Position gleiten lässt. Im geöffneten Zustand sorgen zwei Daumenrampen, eine Fingermulde und der nun als Handschutz fungierende Flipper für ausreichend Sicherheit. Das Messer ist leicht grifflastig und liegt sehr gut in der Hand. Es kann problemlos von Rechts- und Linkshändern genutzt werden. Auch dank des Clips, der sich Tip-Up und Tip-Down sowohl rechts als auch links befestigen lässt. Der Aufwand für Reinigung und Pflege ist dank des guten Stahls und der Beschichtung minimal. Kommen wir zum Fazit. Keine Frage, das Zero Tolerance 0301 gehört zu den besten Klappmessern auf dem Markt. Schon rein optisch ist das Messer mit Tigerstripe-Klinge und unterschiedlich gefärbten Griffen ein echter Hingucker. Die Materialliste liest sich wie ein Who-is-who der Top-Materialien. S30V-Klingenstahl, G10-Griffschale, Titan-Framelock und eine wirklich robuste Tungsten-DLC-Beschichtung. In der Praxis liefert das Zero Tolerance in allen Bereichen gute Ergebnisse ab und lässt sich auch bei groben Arbeiten nicht aus der Ruhe bringen. Und auch in der Bedienung kann der Folder mit Flipper, Assisted Opener, vierfach versetzbarem Clip oder auch der Sechskant-Achsenschraube voll und ganz überzeugen. Zwar ist das Zero Tolerance 0301 mit 299 Euro nicht gerade billig, dafür aber jeden Cent wert.